Kopflausbefall, lateinisch Pediculosis carpitis, zählt mit zu den häufigsten Diagnosen im Kindesalter. Vor allem Kindergärten, Schulen und Spielplätze sind Schauplatz von Kleinepidemien. Kopfläuse gelten auch heutzutage noch als Zeichen mangelnder Hygiene. Daher wird die Diagnose im ersten Moment häufig empört zurückgewiesen. Tatsächlich findet man Kopflausbefall jedoch in allen sozialen Schichten der Gesellschaft. Jeder kann davon betroffen sein. Läuse können weder springen noch fliegen. In der Regel krabbeln sie von einem Kopf zum anderen. Möglich, aber eher selten ist eine Übertragung auch über gemeinsam benutzte Bürsten, Mützen oder eng nebeneinander hängende Kleidung. Wir haben Dr. Viktor Czajka gefragt, wie Kopfläuse aussehen und was der Kopflausbefall für den Betroffenen bedeutet. Kopfläuse leben auf der behaarten Kopfhaut. In der Regel verrät ein ständiges Kratzen am Kopf, dass Kopflausbefall vorliegt. Kopfläuse sind schlanke, 2 bis 3 mm große, flügellose Parasiten mit 6 Beinen. Man kann sie bei näherer Betrachtung auch ohne Lupe gut erkennen. Wie beispielsweise Mücken sind auch Läuse Blutsauger. Zunächst bleibt der Stich unbemerkt, kann aber im Weiteren lästigen Juckreiz verursachen und sogar zum sogenannten Läuseekzem führen. Läuseweibchen legen 3 bis 4 Eier pro Tag. Diese nennt man auch Nissen. Die Laus befestigt ihre weiß-gelblichen Eier wie Perlen an einer Schnur an den Haaren dicht über der Kopfhaut. Schon nach 7 bis 10 Tagen schlüpfen die Larven und nach weiteren 10 Tagen ist aus der Larve eine geschlechtsreife Laus geworden. Insgesamt haben Läuse eine Lebenserwartung von 3 bis 4 Wochen. Läuse breiten sich extrem rasch aus. Wird ein Fall bekannt, dann haben sich die Parasiten zumeist längst in der Gemeinschaft etabliert. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Früher wurden Läuse klassisch mit auf die Kopfhaut aufgetragenen Insektiziden behandelt. Heutzutage ist die moderne Therapie der Wahl die Anwendung des für den Menschen ungiftigen Silikonfluids Dimeticon. Beim Auftragen auf das Kopfhaar ummantelt das Fluid die Läuse und die Nissen und dringt in deren Atemkanäle ein. Der Sauerstoff wird verdrängt und das führt dazu, dass die Laus nicht mehr atmen kann und erstickt. Dimeticon ist als Handelspräparat Jakotin-Pedikulfluid in der Apotheke erhältlich und ist für alle Altersgruppen geeignet. Das Fluid wird auf das trockene Haar aufgetragen und so lange verteilt, bis Haare und Kopfhaut vollständig mit dem Fluid benetzt sind. Nach einer Einwirkzeit von 10 Minuten werden die Haare mit einem Nissenkamm Strähne für Strähne ausgekämmt. Das Fluid erleichtert das Auskämmen, auch bei langen oder dicken Haaren. Anschließend werden die Haare mit einem üblichen Shampoo 1 bis 2 Mal gründlich ausgewaschen. Während der nächsten 10 Tage sollte regelmäßig geprüft werden, ob erneut Läuse oder Nissen zu finden sind. Werden trotz fachgerechter Behandlung erneut Läuse bemerkt, wird es sich in erster Linie um eine Neuinfektion handeln, insbesondere wenn ebenfalls befallene Kontaktpersonen nicht behandelt wurden. Wenn das der Fall ist, wiederholen Sie die Behandlung. Neben der Behandlung der Kopfhaare sollten einige Maßnahmen im Haushalt durchgeführt werden, wie zum Beispiel Bettwäsche und Leibwäsche bei 60 Grad Celsius zu waschen. Kleidung oder Kuscheltiere, die bei nicht so hohen Temperaturen waschbar sind, entweder für 24 Stunden in die Kühltruhe oder für 3 Tage in einem gut verschlossenen Plastikbeutel bei Raumtemperatur aufbewahren. Kämme, Bürsten, Haarspangen etc. unter heißem Wasser abspülen. Nicht selten wird Kopflausbefall aus Scham verschwiegen. Aber genau das ist verkehrt. Informieren Sie Kontaktpersonen aus Ihrem Umfeld, im Kindergarten, Eltern, Großeltern, Kinder aus dem Freundeskreis Ihrer Kinder. Denn nur so können Sie weitere Ausbreitung oder erneutem Befall vorbeugen. Zunächst war ich schockiert, dass Antonia Läuse bekommen hat. Aber dank der guten Behandlung mit Jakotin hatten wir das im Nu im Griff. Weitere Informationen dazu finden Sie beispielsweise auch im Internet unter läuse.de.